Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Parasite Eve 2. So, wo sind wir jetzt eigentlich? Können wir da hinten raus? Abgesperrt. Und der Keil ist wahrscheinlich eh nicht lang da. Weil das ganze Spiel spielt man eigentlich alleine. Wenn ich mich nur recht erinnere. Kein Zutritt, Achtung, Überflutung mit einem Gitter versiegelt. Oh, hey. Use Tester. Range 120, Rate 90, wait. Fast kein Muni mehr, kann das sein? Ich dachte... Ja, egal. Egal, egal, egal. Lässt sich nicht bewegen. Ich dachte, das ist ein Flammenwerfer. Aber warte mal, das war ein Flammenwerfer. Bäh. Ich bin gleich, glaube ich, leicht verwirrt. Aber nur leicht. Naja, oder so mittelmäßig. Oh oh. Alter. Platzt der? Nee. Okay. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, was denn da eigentlich die Viecher waren. Die, was da so rumgerollt sind. Enough. Oh nein. Oh, danke, Kumpel. Ich habe nun abgelenkt und er hat nun weggeballert. Bedienung für das Schleusentor. Auf der Anzeige steht etwas. Bitte 10er Stellen eingeben. Was für Stellen soll ich denn? Warte mal. Habe ich irgendwas? Bronco. Werkstatt, Magnet. Hä? Warte mal, was ist da? Auf dem Deckel steht etwas. Vor dem Öffnen des Schleusentors alle Personen in Sicherheit bringen. Die Ratten, Spinnen und Kakerlaken werden das saufen. Die Kennnummer ist die Summe der Beine dieser Viecher. Ratten, Spinnen und Kakerlaken. Mal, Kakerlaken haben 6, Spinnen haben 8, dann sind wir bei 14, 18. Gut zu wissen. Eins. 18. Okay, Schleusen nur geöffnet. Aha. Ich kann drei einzelne Nummern zusammenrechnen, Mann, bin ich gut. Yay. Naja, das ist Saufen bringt hier mir auch nicht viel. Komm, Karl, alter Hund. Alter Hund? Naja, gut, der ist wahrscheinlich jünger wie ich.
Kyle will scheinbar nicht mit. Dann gehe ich halt alleine. Fighting. Wow. Erschreck mich nicht so. Okay, hier ist nichts. Warte mal, ich muss mal kurz was schauen. Okay, ich habe noch 716 Schuss. Mit der PB habe ich 0. Ding habe ich 129. Alles klar, ey. Kyle, was zur Hölle machst du? Ach so, der war hier drin gefangen und hat natürlich jetzt ein bisschen blöd rumroppen müssen. Okay, da geht's auch noch hoch. Lass dir Zeit, Alter, lass dir Zeit. Hinunter. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Hallo? Ich kann aber auch nicht auf den ziehen, ne? Geht da lang. Okay, da geht's auch neu. Scheiße, wie viele Räume und Dinger gibt's denn in dem verdammten Bunker? Ach so, wir sind jetzt da oben, ne? Oh. Hat sich erledigt. Wo kommt das Vieh eigentlich her? Scheiß Bunker, für was braucht der so viel? So einen riesen Raum. Was ist jetzt los? Oh. Okay, da kann ich nichts machen. Irgendwie kommt der Raum mir komisch vor. Warte mal, war ich hier schon? Das hier also jetzt, die Notbremse wurde betätigt. Ich deaktiviere die Notbremse. Jetzt kann ich hoch. Den Aufzug nehmen. Was liegt drin? Ah. Wir sind da. Steig aus. Hä? Ich schau oben nach. Wir trennen uns hier. Okay. Nimm das. Eine leere Hand. Ah, eine ID-Card. Warte mal, wo habe ich die gebraucht? Scheiße! Was ist das? Die ID-Karte des Systemprogrammierers. Damit kommst du überall rein. Ach ja? Das Passwort lautet... Swordfish. Melissa? Maya. Melissa Maya? Wie bitte? Ja. Das sind die Personen, die das Mitochondrium befallen hat. Hey, nicht grübeln. Ich bin Detective. Sowas kriege ich leicht raus. Maya ist meine Schwester und Melissa... Das bist du, oder nicht? Mich interessiert nicht deine Vergangenheit. Sondern nur das, was unter deinem BH ist. Was? Kyle. Sei vorsichtig. Du auch. Hey, ihr dreckigen Maden. Alter, scheiße, das werden immer mehr. Oh oh.
Können jetzt einfach mal sterben. Eieiei. Ah, ich bin bei der Bank. Alter, 467 BP. Falscher Knopf. So, wir sind hier. Da unten sind wir raufgekommen. Dumping Hole. Garbage. Hä? Sind wir jetzt einmal außen rumgelaufen? Scheinbar irgendwie. Keine Ahnung. Abgesperrt. Hier ist ein ID-Schloss. Warte mal, das muss ich ja dann wieder aktivieren, indem ich Key-Item, ID-Karte. Da ist ein scheiß ID-Schloss, benutze es. Dann jetzt. Benutzt du das scheiß ID-Ding, ey? Ah, dann gehen wir nicht auf den Sack, dann gehen wir halt woanders hin. Brauche ich jetzt nicht. Du kannst mich auch mal. Schloss entriegelt. Weißt du, kannst du die verdammte Karte benutzen oder benutzt du sie nicht? Oh, hey, komm du. Hab Schieß auf mich, Penner. Jetzt haben wir Schrotpatronen. Ja, entsorgen. So, wo sind wir jetzt? Halt? Da hinten. Kommen wir jetzt da rein? Forschungslabor abgesperrt. Okay, da muss ich anderweitig rein. Das links war der Fahrstuhl, ne? Oh, ich drücke mal falschen Knopf für das Scheißding. Da hinten ist auch abgeschlossen. Breeding Room. Aber im Breeding Room könnten wir uns die Muni holen, was im Eck steht. War das in dem? Ich glaube schon. So, und jetzt gibt mir die scheiß Munition, Alter, damit ich nicht mal gute Ding verwenden muss. Scheiß Viecher, ey. Ich weiß auch nicht, was... Hä? Ah. Warum ist jetzt der geplatzt eigentlich? Aber das Gute ist, wir können uns jetzt die Muni holen. Und dann weitermachen. Halt, warte mal. Das können wir eigentlich auch mal upgraden, ne? Könnten wir. Halt, da ist die Muni. Ah,
Alles klar, kurze, kleine, ganz kleine Pause. So, was? Alter, geht's. Was war denn das jetzt? Was ist denn das? Scheiße, was ist das? Wow! Okay, bei dem muss ich wirklich erst den Kopf wegsprengen. Geräusche, Mann. Und wie viel haben die mir zurückgegeben? Ich hoffe, da genug damit. Wow. Alter. Ist das euer Scheiß Ernst? Ich habe gerade massig Muni. Wobei ich die Schubfinde benutzen soll, ne? Da hätte ich alle getroffen. Auf jeden Fall müssten wir jetzt, denke ich mal, da vorne in den Raum kommen, wo uns dieses komische Viech da befallen hat. Wobei das komische Viech wahrscheinlich, denke mal, dieser Doktor, der wo mutiert ist, der wo sich diese Mitochondrien selber gespritzt hat. Geil benutzt, so ein Schlossentriegel. Okay, die benutzt auf jeden Fall die Karte automatisch. Sie schießt auf nix. Oh ja, ernst. Hä? Den hier ab, Mann. Oh, der greift mich jetzt an. Ne? Nachladen, das Ding wackelt auf uns zu. Was auch, oder was auch immer man das, wie man das nennen sollte. Da noch lang. Hä? Jetzt halt. Manchmal ist das Ziel ein bisschen. Ah, sick. Oh oh. Ah. Dreckiger Bastard. Alter! Lauf mal nahe, lass uns treffen. Gott, ist der beschissen platziert gewesen. Ein Waschbecken, nichts Außergewöhnliches. Warte mal, ist irgendwas bei den Kitteln? Überall Ärztekittel, da ist was in der Tasche. Hä?
Flashking. Okay. Benutzen. Verschieben. Verschieben. Jetzt warte, jetzt können wir das Fläschchen mitnehmen. Für was auch immer. Auf dem Bett ist etwas Verkohltes. Die OP-Lampe ist kaputt. Den Raum kenne ich doch. Genau, das ist eine Überreste des OP-Betts. Dasselbe Bett wie in meinem Traum. Dann war es kein Traum. Wer war dieses Mädchen? Scheiße, Mann, die hat dasselbe komische, eingedrückte Gesicht wie du. Ringerlösung. Was waren die Ringerlösungen nochmal? Beruhigungsmittel, Bugshot, bla 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 bla. Hausberuhigungsmittel weg. Kurz nochmal schauen. Volle HP und MP. Ah. Okay. Normales Wasser, Elektrodiagramm, untersucht. Forschungslabor. Ja. Okay, man sieht nichts. Es greift mich scheinbar auch nichts an. Noch nicht. Warte, das ist eine fette Kiste. Sicher vor Monstern. Ich lege meine Sachen ab. Oh! Ja, aber ich hab hier alles, was ich brauche. Okay, also sind die Kisten auch bloß zum Ablegen da. Ich habe jetzt Coronavirus gelesen. Alter, der ist... man sieht ihn zu oft mittlerweile. Irgendwelche Artikel. Maßnahmen gegen ein Fake-Keeper-Computer-Virus. Installieren Sie das Cloud-Antivirus-Programm. 2 externe E-Mails verboten. 3 sehe auch Ares September-Ausgabe auf dem Tisch. It's a telephone, telephone. Verstand nicht, war die auf jeden Fall richtig. Wow. Rechner ist an. Ja, dann benutze ihn doch. Was war das? Eine Tastatur. Das Passwort wird eingetippt. Ma. Ja. Checking Passwort. Warte mal, steht es da? Oh Gott, das steht da im Hintergrund. Ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Nee. So. Scheiße, es dauert so lange, um da hinzukommen. Checking Passwort. Hä? Ups. Hier geht's nach oben. Alter Scheiß, was ist denn hier? Brutkastenüberwachungssystem, das Lebenserhaltungssystem für die Brutkästen. Brutkasten 03, voll mit Nährlösung. Drinnen ist. Uff, ein Mädchen mit Kunstprothesen. Goldene Haare verdeckt das Gesicht. Blaue Fischschuppen am ganzen Körper. Brutkasten 02, voll mit Nährlösung. Drinnen ist.
Oh nein, Fleischklumpen mit Kunstprothesen. Der Kopf ist groß, aber der Rest verstümmelt. Und in 1 voll mit Nährlösung drin ist. Mein Gott. Ein Baby mit Prothesen. Der Körper ist normal, aber es hat 4 Augen. Grundkastengranate mal. Hier drin ist die Stromversorgung. Alles klar, wie ekelhaft. Ich kann es nicht bedienen. Auf irgendeinem Tisch soll doch was liegen. Okay, das mit dem Passwort riecht mich jetzt auf. Ich meine, hat er mir nicht gesagt, dass das Passwort Melissa Meyer ist? Eine Leertaste? Nee. Liz. So. Space. Ma. Alter, der hat schon extra ausgewählt, dass du immer vor links nach rechts musst, oder? Warte mal. Map Option. Nee, Option bringt mir auch nichts. Was haben wir eigentlich für. Okay, wir haben eh bloß 6300 Erfahrungspunkte, ne? Fürs Level bereits auf Maximum. Was brauchen wir dafür? 4000. Antibody. Hitzewelle für Gegner und erzeugt Blitzschlag mit mehr Reichweite. Verbrennt Gegner. Hält Gegner an. Länder physikalische Schäden. Wir heben es uns erst nochmal auf. Schloss entriegelt. Hä, wo kommen wir jetzt da hin? Ah, ja. Wir sind jetzt außen rumgelaufen. Bloß die Frage, wo geht's denn da rein? UV-Lampe in einem Sterilkasten. Kein von den Kästen werden Versuche gemacht. Wir untersuchen immer die DNS von Monstern. Ach so. Ah. Nichts Aufregendes. Blutkasten. Auf den Reagenzgläsern steht etwas geschrieben. Eve 01, Eve 02. Was zum Henker? Eve. Eine Bakterienkultur. Aya 13, Aya 14. So steht mein Name. Züchten Eves Zellen und meine. Na, warum steht da Aya drauf? Ich dachte, du heißt... Maya. Nee, was?